Herzlich willkommen und hallo hier bei Angesagt. Was ist los im Sendegebiet, haben wir uns gefragt. Sind natürlich losgefahren und haben mal geguckt. Ja, und anfangen möchte ich mit Osnabrück. Da findet nämlich wieder der Nachtflohmarkt statt. Der beliebte Nachtflohmarkt am 3. und 4. September. Da wird an über 500 Ständen dann alles Mögliche verkauft, was so das Flohmarktherz höher schlagen lässt. Und zwar beginnt das am Samstag, den 3. September um 21 Uhr und endet am Sonntag, den 4. September um 12 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Platzvergabe findet auch nicht statt. Also hin da und Sachen verkaufen und Sachen kaufen. Ja, und das nächste kommt aus Kloppenburg und zwar Bodo Wartke. Wenn ihr den kennt, das ist ein berühmter Gentleman-Klavier-Kabarettist. Sowas macht er. Ganz tolle Sachen, müsst ihr euch mal anhören. Und zwar am 5. Oktober ist er in der Stadthalle Kloppenburg. Und dieser Gentleman-Entertainer am Flügel tritt dann auf unter dem Thema Was, wenn doch? Am 5.10.2016. Ja, der Landescaritasverband lädt ein zu einer Informationsveranstaltung und zwar bezüglich des Themas Was hat sich im Sozialrecht verändert? Und zwar Birgit Scheibe, die Sozialjuristin des Diözesan Caritasverbandes Münster, wird da einen Vortrag halten und zwar am Mittwoch, den 17. August von 9 bis 13 Uhr im Fechterhaus der Caritas, Neuer Markt 30. Also Anmeldung, ach ja, eingeladen sind Haupt- und Ehrenamtliche aus sozialen Einrichtungen und die Anmeldung beim Landescaritasverband über die Dame Rita Schulte unter der Nummer 044418-87070. Ja, die Stadt Fechter lädt ein zur Theatersaison 2016-2017 und die startet mit der Aufführung von Dantons Tod. Und zwar am Montag, den 19. September 2016 um 20 Uhr. Dantons Tod, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. So, jetzt was für Messdiener. Und zwar am 17. September sind 7000 Messdiener aus dem Oldenburger Land aufgerufen, sich an der Aktion Carpe Diem, also fange den Tag oder nutze den Tag, zu beteiligen. Da werden verschiedene Sachen gemacht, wie Rasenmähen, Fensterputzen, Einkäufe erledigen, Hundespaziergänge, Unkraut jäten oder bei der Hausarbeit und Gartenarbeit helfen. Und jeder Messdiener soll dann wissen, dass die Arbeit sich lohnt und dass mit dem Geld was Vernünftiges angestellt wird. Und das sage ich auch noch, und zwar unterstützen Sie damit Angelika Reichelt Kinder- und Jugendhospiz Joshuas Engelreich in Wilhelmshaven. Ja, der NDR kommt nach Lohne. Und zwar am Samstag, den 20. August 2016 ab 17 Uhr. Da ist das große Finale der diesjährigen NDR Sommertour. Und zwar tritt er auf live Hot Chocolate. Und ja, mit großer Abschlussparty. Informationen unter www.lohne.de. Unter dem Motto Essen statt Kämpfen gibt es vom Landescaritasverband eine Informationsveranstaltung. Und zwar geht es da um Futterstörungen im Baby- und Kleinkindalter. Und der Landescaritasverband für Oldenburg lädt dazu am Freitag und am Samstag, den 26. und 27. August, in die Katholische Akademie Stapelfeld ein. Und die Logopädin Susanne Renk wird dann über dieses Thema referieren. Ja, es findet auch wieder die große Tour Literatur statt für 2016. Und zwar am Sonntag, den 23. Oktober geht es los. Und zwar eine Lesung der Schriftstellerin Olga Martinova mit ihrem neuen Roman Der Engelherd. Und das geht in Bremen los. So, und zwar diese Tour Literatur geht über Lübeck, Rostock, Lüneburg und Hannover und natürlich, wie eben schon gesagt, über Bremen. Und zwar werden da folgende Leute lesen. Und zwar Olga Martinova am 30. Oktober in Oldenburg, Theresa Präauer am 13. November in Oldenburg, Benedikt Wels am 4. Dezember in Oldenburg, Katrin Rögler am 8. Januar, Sabine Gruber am 22. Januar und Tillmann Ramstedt am 5. Februar. Natürlich alles
in Oldenburg. Und dann geht die Tour los. Ja, ihr wisst ja, die Freilichtbühne Lohne führt in jedem Jahr auch ein Erwachsenenstück auf. Und dieses Jahr gibt es die Premiere aus dem Theaterstück Heckenschnitt. Ein aufregendes Ende einer Schrebergarten-Idylle. Ja, und das findet statt am 20.08.2016. Informationen über freilichtbühne-lohne.de. Ja, und es gibt etwas in Langförden in der St. Laurentiuskirche. Und zwar am Dienstag, den 6. September um 20 Uhr in der St. Laurentiuskirche in Langförden spielt das italienische Concerto dei Cavalieri, und zwar die letzte Serenata von Alessandro Scarlatti mit dem Titel Eriminia Tancredi, Podildoro e Pastore von 1723. Ja, und die Gemeinde St. Jakobus aus Lutten lädt ein zu einem Open-Air-Gottesdienst, und zwar am Sonntag, den 21. August um 10 Uhr in Lutten, St. Jakobus. Ja, der Sommer neigt sich behutsam dem Ende entgegen, und dann fiebern wir alle natürlich auf das 7. Filmfestival von RegioTV. Und zwar dieses Jahr findet das statt vom 15. bis zum 19. September. Und jetzt stehen auch die Filme fest, und zwar am 15.09., am Donnerstag also, Birnenkuchen mit Lavendel. Am Freitag, den 16.09., Fuck You Goethe 2. Am Samstag, den 17.09., Pets. Und am Sonntag, den 18.09., ein ganzes halbes Jahr. Ja, und ihr seid eingeladen, kommt doch einfach mal her und schaut euch das Filmfestival an. Ja, und das war's ja auch schon wieder für heute. Und wenn ihr auch selber noch eine Veranstaltung habt, die wir ansagen sollen, vielleicht auch ein bisschen ausführlicher, vielleicht sogar mit einem Interview, dann meldet euch unter 70700 in Lohne oder unter info@regiotv.de. Bis dann, euer Thomas Kuhlmann. Es ist für mich eben auch etwas, was deutlich macht, der Stoppelmarkt in seiner Funktion ist mehr als nur ein Ereignis in der Stadt. Er ist ein Ereignis, das auch weit in die Republik ausstrahlt. Und dass Sie heute unsere Gäste sind, macht das besonders deutlich. Es liegt eben etwas in der Luft in Vechta. Das spürt jeder, der in diesen Tagen durch die Stadt geht und mit den Menschen ins Gespräch kommt. Überall ist die Vorfreude auf den Stoppelmarkt zu spüren. Viele Vechter haben in dieser Zeit ihr eigenes Aufwärmprogramm. Und so darf ich Sie alle zu diesem Jubiläumsempfang hier im Rathaus der Stadt Vechta begrüßen. Ich mache dieses auch im Namen des Vereins Reisender Schausteller und der Vereinigung der Stoppelmarktwirte, die sich um die Organisation dieses Events kümmern. Profifußballer, und das sind namentlich Manfred Kals, Martin Groth, Stefan Schnorr, Ansgar Brinkmann, Frank Neubart, Günther Herrmann, Jörg Kretschmer. Ja, Sie alle begrüße ich heute ganz besonders und herzlich hier im Rathaus. Das ist doch gut. Grüß dich, ja. Sven, ja. Dann habe ich gewartet, auf Uwe gewartet, und da habe ich gedacht, Mensch, wo steckt der? Ja. Nicht am, der hatte immer, oder hat immer ein Telefon, auch der Roman Köster, der Moderator, immer ein Telefon dabei, aber heute nicht. Hey, was? Svenny, wie geht's denn? Oh, das Handy ausgeschaltet. Nee, Akku war alle. Eben gesprochen hat, die beiden
sind unterwegs, habe ich gesagt. Ich hoffe, ja, Rekord, ne? Aber ich stand auch auf der Autobahn. Ja? Ich stand auch ganz stark auf der Autobahn. Ja. Katastrophe. Ja, ja. Applaus bitte, das geht noch lauter, Mann! Uwe Seeler ist hier! Wenn du länger hier bleibst, willst du nicht mehr weg, das kannst du mir glauben. Ja, wir bleiben ja auch 3 Wochen hier, Uwe und ich, wir wollen hier Urlaub machen. Das heißt, du spielst selber mit, weil wir haben ja in der deutschen Nationalmannschaft keinen richtigen Mittelstürmer. Ja, aber wir haben einen oder mehrere. Ich sage ja, wir spielen offensiv. Wir spielen nur offensiv? Richtig, weil das andere langweilig ist. Das haben wir ja gerade bei der Europameisterschaft gesehen, ne? Und das erleben die auch nicht, jeden Tag von Uwe Seeler geehrt zu werden. Bitte schön, bitte schön. Olle, wo wir gerade sprechen und mit dem sehr sportlich interessierten Bürgermeister. Ich suche Fechter irgendwo in der 2. Bundesliga, in der 3. Bundesliga. Gustav, herzlichen Glückwunsch. Ja, Schengel, ich muss für ihn noch eine Mannschaftsaufstellung haben. Von den Schaustellern und von den... Du lässt keinen rein, ne? Nur von den Schaustellern, was musst du denn noch? Ach so, ja. Ja, die sage ich dann als erster durch. Und ich glaube, der Herr Bürgermeister spielt alles, Torwart bis links außen. Ihr seid doch weg. Und geht das so? 7:05. Guckt alle auf eure Uhren. Dann guckt ihr alle mal in die Luft rein. Da kommt das Wunder vom Fechter, vom Stoppelmarkt. Kommt hier angerauscht. Da gibt es ein Mords-Event hier. 7:05. Ja, gut. Mann, Mann, was habt ihr einen tollen Tag heute? Ah ja, kommt wieder der Ball. Kommt der Ball runter oder der Schiedsrichter? Das wäre interessant geworden. Oh, oh, oh. So, mein Name ist Sabrina Schröder, ich bin die Schulleitung hier und uns ist natürlich besonders an der Sicherheit der kleinen Kinder gelegen, die ganz oft im Straßenverkehr noch übersehen werden. Und deswegen finden wir, dass das mit dieser roten Mütze-Aktion eine ganz tolle Aktion ist, damit einfach die Kinder mehr auffallen und auch die Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer auf die Kinder achten und alle sicher zur Schule kommen. Heute geht es um Cappies. Ganz besondere Cappies. Im letzten Jahr hatte ich eine erste Klasse.
diese erste Klasse ist natürlich jetzt, weil ihr jetzt die neuen Erstklässler seid, eine zweite Klasse geworden. Und die zweite Klasse, meine zweite Klasse, sitzt hinter euch. Und die haben im letzten Jahr diese Cappies bekommen. Einige sagten schon Hüte. Ich würde sagen, das ist eine Cappy eher, eine Schirmmütze. Und was man mit dieser Schirmmütze überhaupt machen kann, wofür man die überhaupt braucht, da würde ich vorschlagen, ich habe da zwei Kinder dabei, die haben letztes Jahr eine bekommen. Das sind der Heinrich und die Julie. Die kommen mal zu mir nach vorne. Die erzählen mal, was so los ist. Boah, was ist das denn für eine tolle Mütze? Die schöne Hose, damit man uns zu den Straßen fährt. Wollen wir die mal aufsetzen? Was ist das denn für eine blöde Mütze? Damit sieht man uns gut beim Straßenverkehr. Weil die so schön rot ist. Und sieht man auch gut im Straßenverkehr, auch ohne Mützen. Das werden wir mal sehen. Dankeschön, Dankeschön. So, die vier, zwei mit Mütze, die zwei ohne Mütze kommen mal zu mir. Und jetzt noch meine Frage an die erste Gäste. Wen habt ihr denn gerade besser gesehen? Die beiden Kinder mit, bitte? Die beiden Kinder mit der Mütze. Warum hast du die besser gesehen? Weil die roten Mützen aufgaben, weil die Farben auf den Köpfen hatten. Perfekt. Warum hast du die beiden Kinder denn nicht so gut gesehen? Weil die hatten kein Rot und sowas auf dem Kopf. Nicht so ein Käppchen. An die Klasse 2B mal ganz kurz Dankeschön. Dürft ihr wieder mit so einer roten Mütze, da wird man immer und überall gut gesehen. Besonders wichtig ist es natürlich, wenn wir dann im Straßenverkehr unterwegs sind. Wenn dann ein Auto kommt mit so einer Mütze, da wird man richtig gut gesehen. Aber vielleicht glaubt ihr mir das ja nicht nur alleine oder den Kindern der Klasse 2b. Vielleicht glaubt ihr das ja eher den Damen und Herren von der Polizei, in diesem Falle den Herren von der Polizei, Entschuldigung, die sich dann auch mal ein bisschen was dazu sagen mögen. Herr Schranzki vielleicht, der Erfahrungswert hat, der genau weiß, worauf es ankommt. Ja, mein Name ist Thomas, ich komme von der Polizei. Und Frau Schröder hat ja gerade schon gesagt, wer heute alles da ist. Das übrigens ist mein Chef. Das ist der neue Chef in der Polizei in Vechta. Der ist ganz neu. Also nicht neu gebaut, sondern der ist jetzt ganz neu in Vechta. Ja? Und der hat heute auch gesagt, ich komme. Ja, ich freue mich sehr, dass ich in diesem Jahr die Schirmherrschaft über die Aktion Rote Mützen übernehmen darf. Als Familienvater und Polizist liegt es mir natürlich am Herzen, dass alle ABC-Schützen sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen. Und deswegen freue ich mich, dass wir mit dieser Aktion die Sichtbarkeit der ABC-Schützen im Straßenverkehr erhöhen konnten. Und ich hoffe sehr, dass alle Verkehrsteilnehmer, die sich jetzt auf den Weg machen, gerade nach den Ferien, wachsam sind und ein Auge darauf haben, auch auf die Schülerinnen und Schüler, die mal ihre Mütze vergessen haben. Herzlichen Dank. Der Bürgermeister, überlegt mal, euer Bürgermeister hier aus Nohne ist heute extra hier, weil wir ganz kurz über ein Thema sprechen wollen, nämlich diese roten Mützen. So, jetzt geht ihr schon ganz lange zur Schule, ne? Schon seit Samstag, ne? Und wie gefällt es dir in der Schule? Cool, prima. So, jetzt haben wir ja ein Problem, oder mal andersrum gesagt, die aus der zweiten Klasse, ihr wart ja letztes Jahr schon in der Schule, ne? Ja. Und was habt ihr jetzt gehabt gerade? Ferien, die viel zu kurz waren, ne? Sechs Wochen, viel zu kurz. Überall im Landkreis sind ja jetzt am letzten Samstag ganz, ganz viele Kinder neu zur Schule gekommen. Ne? Das haben wir ja gerade gehört, es waren Sommerferien. Jetzt haben die ganzen Autofahrer natürlich auch ein Problem. In den Sommerferien waren viele von euch in den Ferien, oder? Das heißt, ganz viele Kinder waren gar nicht da. So, und jetzt fahren die Autofahrer wieder durch die Gegend und haben immer noch im Kopf, die Kinder sind ja gar nicht da. Und deshalb haben wir vor ganz, ganz vielen Jahren mal gedacht, wir machen ein Signal für die Autofahrer. Und das sind eigentlich diese roten Mützen. Die sind zum einen schick, wenn die Sonne scheint, kriegt man keinen Sonnenbrand auf den Död, so wie ich, wenn man nicht mehr so viele Haare hat. Aber es ist auch ein Signal für den Autofahrer. Dass der Autofahrer wieder merkt, aha, Schule hat angefangen. Wenn ihr so jetzt in die Städte reinfahrt, seht ihr überall auch in den Einfahrtsstraßen so große Schilder, Achtung Schulanfang, aber da fahren viele so dran vorbei. Da achten die gar nicht drauf, weil sie am Handy spielen, ne? Oder ein tolles Lied hören im Radio oder in der Gegend rumgucken.
Und die Schilder sehen sie teilweise nicht. Und deshalb sind diese Mützen eigentlich ganz, ganz wichtig. Und was viel wichtiger ist, dass ihr die auch aufsetzt. Zumindest für eine gewisse Zeit. Und nicht sagt, ach, jetzt habe ich so ein Ding gekriegt. Ne, das schmeiße ich bei mir im Zimmer in der Ecke. Und wenn ich mal zum Schwimmen fahre, setze ich die auf. Sondern ihr solltet die eigentlich wirklich morgens, wenn ihr zur Schule kommt, tragen. Damit ihr dem Autofahrer nochmal sagt, aha, die Erstklässler, die I-Männchen sind unterwegs. Mehr drauf achten, gerade im Bereich von Schulen. Tempo rausnehmen. Ne? Ihr wisst selber, die Erwachsenen sind manchmal Dummies. Ne? Ja. Ihr müsst für die Erwachsenen mitdenken. Nicht die für euch. Die haben es morgens immer eilig. Erwachsene haben es immer eilig, ne? Oder? Ist euch schon mal aufgefallen? Ja. Hast du das auch immer eilig? Ne, wir haben immer, Kinder haben immer Zeit, ne? Ja. Nur die Mamas und die Papas, die müssen ja dann anschließend zur Arbeit. Ja, da muss immer alles ganz, ganz schnell gehen. So. Wenn wir was wollen, dann muss alles ganz schnell. Langsam, genau, Geduld, ne? Also, für euch wichtig, setzt die Mützen auf, versprecht ihr mir das? Ja. Wie lange setzt ihr die auf? Aber die dürft ihr natürlich auch nachmittags aufsetzen, wenn ihr unterwegs seid, weil man euch besser sieht. Und das Tolle an diesen Mützen ist noch was. Seht ihr, dass die so einen Rand haben? Ja, das ist Leuchtrand. Genau, wenn ihr nach Hause kommt, macht mal euer Zimmer ganz dunkel und nehmt mal eine Taschenlampe. Dann seht ihr nämlich, dass das reflektiert. Das heißt, diese Ränder reflektieren, dann kann man euch im Dunkeln auch gut sehen. Aber jetzt nicht alle heute Nacht um 11 Uhr durch die Gegend laufen, ne? Stimmt. Sondern das könnt ihr auch mal in eurem Zimmer ausprobieren, okay? Mit der Laterne läufst du durch die Stube? Okay, jeder so wie er denkt, ne? Andere jagen nachts Pokémons, ne? Also, denkt dran, Signalwirkung für den Autofahrer, ne? Und aufpassen müsst ihr sowieso. Wer von euch kommt schon alleine in die Schule? Keiner, oder? Müssen wir das immer tragen? Kommt ihr schon alleine in die Schule? Wie kommt ihr denn in die Schule? Mit dem Bus. Mit dem Fahrrad? Wer von euch fährt schon allein mit dem Fahrrad zur Schule? Da werden wir dann demnächst mal drüber sprechen. Ne, Engelchen? Aber ihr fahrt noch nicht alleine mit Mama und Papa, oder? Das beruhigt mich ja zumindest ein bisschen. Okay, so, wer möchte denn jetzt so eine Mütze haben von euch? Das sind ja alle. Oha. Was haltet ihr davon, wenn ihr alle sitzen bleibt? Und wir verteilen, alle, die hier sitzen, helfen mit. Wir verteilen die Mützen an euch. Wollen wir das so machen? Ja. Du möchtest keine? Ich habe so eine. Du hast schon eine? Dann hast du ja eine zweite zum Umtauschen, wenn die mal dreckig ist. Okay? Gut, dann machen wir das jetzt mal, ja? Wenn ihr eure Mütze wiederfindet, ne? Und nicht morgen in meiner Fundkiste alle auch schönen Mützen sind, schreibt ihr bitte hier zu Hause und dann lasst das Mama und Papa machen euren Namen rein, ja? Guck mal, ob die schon da drauf geht. Und guck mal, die sitzt schon super. So, dann hier auch eine geben. Ja, hast du nicht? Noch Mützen über, ja, dann will ich die noch mal gerne mit zwei Größen verschenken. Ja, ja, ich darf dann ganz kurz euch Kindern auch von meiner Seite im Namen der Stadt Lohne, wie es so schön heißt, alles Gute wünschen zu eurem Schulstart. Ich darf euch gratulieren zu eurer Einschulung. Ich hoffe, dass ihr eine ganz schöne Schultüte alle bekommen habt, dass ihr auch Geschenke bekommen habt und dass ihr euch auf die Schule auch freut. Denn das soll man. Eine Schule ist etwas, das ganz viel Spaß machen kann, wo man ganz viele neue Freunde kennenlernen kann, wo man ganz viel lernt. Und es ist ganz spannend und ganz schön in der Schule. Und die Lehrerinnen und Lehrer, die freuen sich alle auf euch. Und ich glaube, steht euch eine ganz, ganz tolle Zeit voraus. Und für uns Großen, für uns Erwachsenen, ist natürlich das Wichtigste, dass es euch gut geht. Dass ihr froh seid, dass ihr gerne zur Schule geht, dass ihr gesund seid und euch nichts passiert. Und genau deshalb machen wir diese Aktion,
und soll dafür sorgen, dass das, was eigentlich fast am gefährlichsten ist, der Straßenverkehr mit Autos und so weiter, dass da nichts passiert. Und das hat der Thomas ja ganz schön alles erklärt, warum das so wichtig ist und weshalb man mit so einer Mütze viel besser gesehen wird. Und ich würde mich auch freuen, das darf ich dann als Bürgermeister sagen, wenn ihr ganz bewusst sagt, ich setze diese Mütze auf und ich möchte gesehen werden, ich möchte, dass mir im Straßenverkehr nichts passiert. Und das ist ganz cool. Selbst wenn irgendjemand sagt, ohne Mütze sieht man cooler aus, das stimmt nicht. Mit Mütze seht ihr alle viel cooler aus, wenn man an mir auch eindrucksvoll sieht. Ja, und ich darf mich ganz herzlich bedanken. Sowas kostet auch ein bisschen Geld, denn es hat nicht nur ihr heute so eine Mütze bekommen, sondern alle Lohner und im gesamten Landkreis haben alle kleinen Erstklässler diese Mütze bekommen. Und das kostet auch ein bisschen Geld und da braucht man auch Leute, die das bezahlen und die dafür sorgen, dass ihr so eine Mütze bekommen habt. Und da darf ich mich bedanken bei der Polizei natürlich, die das unterstützt, bei Herrn Fied, bei Herrn Stransky, bei der DEKRA, bei Herrn Hildebrand, der das mit unterstützt. Da steht ja auch schön DEKRA drauf. Seitens DEKRA unterstützen wir schon seit vielen Jahren diese Aktion. Wir freuen uns immer wieder, dass wir in die Schulen gehen können und die Kinder dafür begeistern können. Wichtig ist, dass die Kinder auch die Mützen tragen. Deswegen auch der Appell an die Eltern, achten Sie darauf, dass Ihre Kinder das auch tun, machen. Gleichzeitig können Sie natürlich auch diese Mützen in der Freizeit tragen. Seit über 12 Jahren haben wir diese Aktion schon hier in der Region. Und wir wünschen allen Kindern einen schönen Schulanfang und alles Gute in der Schule. Und die Volksbanken, die das Geld haben, die haben dafür auch gesorgt, dass das Ganze unterstützt werden konnte. Die Volksbanken im Kreis Vechta freuen uns natürlich, dass wir die Aktion Sicherheit braucht Köpfchen oder ich nenne sie Rote Mütze Aktion auch in diesem Jahr wieder unterstützen können. Ich kann nur sagen, die Jüngsten im Verkehr, nämlich unsere Erstklässler, brauchen Signale bzw. Hinweise, dass die anderen Verkehrsteilnehmer auf sie aufmerksam gemacht werden. Und ich kann nur an alle Eltern und Erziehungsberechtigten appellieren, achten Sie darauf, dass Ihre Kinder diese Mützen tragen. Denn das trägt dazu bei, dass Sie im Straßenverkehr doch ein Stückchen sicherer unterwegs sind. Also ein ganz besonderer Dank geht auch an euren Lehrer, Herrn Bobbeler, der das Ganze hier organisiert hat, der die Idee hier hatte, die Umsetzung gemacht hat, natürlich zusammen mit Frau Schröder. Und ich glaube, alle, die dafür sorgen, dass wir so schöne Mützen haben, haben jetzt mal einen ganz tollen Applaus verdient. Freut euch auf die Schule und ich wünsche euch noch eine schöne Schulzeit und dass ihr immer diese Mütze tragt. Ohne in der Klasse zu sitzen, ist doch super, oder? Aber ich bin ja ganz Moin, liebe UV-User. Die neue Webseite ist online, www.oldenburg-volkszeitung.de. Schon reingeschaut? Optimiert für Smartphone und Tablet präsentieren wir euch einen komplett neuen Auftritt. Zentrales Element und direkt auf der Startseite ist der UV-Newsfeed auf unserer neuen Webseite. Eure Timeline für den Landkreis Vechta. Alle Informationen, alle Nachrichten zusammengefasst auf einer Seite, übersichtlich und natürlich mobil optimiert für Smartphone und Tablet. Die Nachrichten der UV-Redaktion von unseren Reportern vor Ort und unser Videoangebot und natürlich auch die UV-RSS-Feeds von Kommunen und Gemeinden laufen dort ein. Einfach mal reinschauen und informiert sein auf dem UV-Newsfeed. Jetzt neu auf oldenburgische-volkszeitung.de. Hallo zur neuen Wochenschau. Und habt ihr schon unseren neuen Internetauftritt gesehen? www.oldenburgische-volkszeitung.de? Dort gibt es täglich die aktuellsten Meldungen zusammengefasst auf einer Seite und natürlich bald alles rund um den Stoppelmarkt, alle Bildergalerien und alle Videos. Und in unserer Freitagsausgabe wird es wieder musikalisch, denn wir stellen euch dieses Mal den Musikverein Holdorf vor. Dieser bereitet sich schon intensiv auf das Seekonzert am 20. August vor. Und was es alles in der neuen Lokalhelden zu entdecken gibt, das erfahrt ihr jetzt. Einer unserer Lokalhelden heißt dieses Mal Kai-Uwe Tegenkamp. Der 22-Jährige wird im Oktober eine Ausbildung zum Notfallsanitäter beim Malteser Hilfsdienst in Vechta beginnen. Neben dem Thema Ausbildung geht es in der neuen Ausgabe der Lokalhelden auch um besondere Tipps für den Stoppelmarkt, dem Lokalhelden-Sound-Contest-Finale im Gulfhaus und wir haben für euch Spaghetti-Gerichte in 11 Restaurants getestet.
Die Lokalhelden bekommt ihr in allen OV-Geschäftsstellen, bei bekannten Einzelhändlern, Gastronomen und auch als E-Paper auf www.lokalhelden.de. Und wer noch nicht so genau weiß, wann er zum Stoppelmarkt geht, der bekommt einen Überblick von allen Terminen und Partys in unserer Stoppelmarktszeitung. Darin gibt es auch einen Zeitplan vom Pendelverkehr. Die Stoppelmarktszeitung bekommt ihr auch als E-Paper auf oldenburgische-volkszeitung.de. Ich wünsche euch viel Spaß beim Feiern und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Seit einigen Tagen ist sie online, die neue Webseite der Oldenburgischen Volkszeitung. Na, schon reingeklickt und alles entdeckt? Eine weitere Entdeckung gibt es für alle unsere OV-Digitalabonnenten. Und dazu gibt es jetzt mehr. Mit der installierten OV-App für Smartphone und Tablets und unserer neuen mobilen optimierten Seite gelangt ihr jetzt vom Nachrichtenteaser direkt zur Langversion des OV-Artikels, sobald dieser zur Verfügung steht. Ich bin der Alexander. Ich bin mitten im Vechter Umzugsgetümmel. Wir sind hier auf dem Wagen des VCCs und neben mir steht der Manfred. Manfred, was kannst du mir über diesen kunstvollen Umzugswagen sagen? Wie lange hat es gedauert, den herzustellen? Den hergestellt haben wir in einem Jahr. Innerhalb eines Jahres? Wie viele Leute haben daran denn mitgearbeitet? Ja, das gesamte Prinzenkorps. Und das sind wie viele? Bitte? Das sind wie viele Menschen? Wir sind jetzt 24. Ich stehe jetzt neben der Prinzessin. Worauf freuen Sie sich denn am meisten? Jetzt beim Stoppelmarkt freue ich mich erstmal. Wie man sieht, alle sind gut drauf, alle freuen sich. Es ist eine tolle Zeit. Wir haben zwar nicht ganz so viel Glück mit dem Wetter, aber ich glaube, wir kriegen trotzdem ein paar tolle Tage. Alle sind gut drauf. Wir freuen uns, dass auch Besuch aus Düsseldorf da ist. Freuen wir uns sehr drüber. Vom KG Regenbogen. Sind extra angereist. Ne? Das ist doch eine schöne Sache. Was haben Sie persönlich heute noch vor, wenn der Umzug vorbei ist? Also wir werden in der Gemeinschaft uns noch treffen auf dem Stoppelmarkt und werden hoffentlich einen tollen Abend verbringen zusammen. Ja, dann kann man nur viel Spaß wünschen. Ja, vielen Dank. Und den Lauf. Der neue Abo-Service auf oldenburgische-volkszeitung.de ist ganz einfach zu finden. Oben in der Menüleiste neben Nachrichten, E-Paper, die Redaktion, bekommt ihr unseren Abo-Service auf einen Blick. Dort findet ihr unsere Abo-Produkte, digital und print, und weitere Services rund um euer Abo. Alles auf einen Blick, die gedruckte Zeitung im Abo, unsere digitalen Abo-Produkte und unsere weiteren Services rund ums Abo. Außerdem neu für euch, schnell und einfach Abo-Daten ändern, eure Adressänderung eingeben, Kundenkonto ändern oder die neue E-Mail-Adresse eingeben. Hat es mal nicht geklappt in der Zustellung? Überhaupt gar kein Problem. Auch hier bekommt ihr schnell und einfach Kontakt zu unserem Abo-Service und zum Zustellservice der UV. Mit wenigen Klicks und wenigen Eingaben ist eure Zustellreklamation sofort bei den richtigen Ansprechpartnern. Habt ihr weitere Fragen zu unseren Abo-Produkten oder zu unseren Services rund ums OV-Abo? Auch hier findet ihr alle Ansprechpartner auf einen Blick.
gar nicht. Herzlich willkommen, liebe Freunde von Regio TV aus dem Weserstadion in Bremen. Der Förderverein Werdereck hat 260 Kinder und deren Begleiter eingeladen zu einer Stadionbesichtigung mit Mittagessen nach Bremen. Anlass dieser Besichtigung ist die EM-Straßeneröffnung Anfang Juni bei unserer Vereinsgaststätte rechts ran. Alle Kinder durften einen Freund, eine Freundin und einen Begleiter mitnehmen zu diesem wunderschönen sonnigen Tag nach Bremen. Viel Spaß den 260 Kindern in Bremen. Thomas, stellvertretend an dich für das Werdereck Lohne. Vielen, vielen Dank, dass Werder so tolle Fans und solche tolle Fanclubs hat wie euch und dass ihr alle heute hier seid. Im Namen von Werder Bremen herzlich willkommen im Weserstadion. Also ich weiß nicht, wie es euch, wie es Ihnen geht, aber es ist ja tatsächlich keine Selbstverständlichkeit, dass wir heute sagen können, wir sind noch Fußball-Bundesligist. Die letzte Bundesliga-Saison war spannend, wie fast nie zuvor. Und drei Minuten vor Schluss fällt ein Tor und dieses Tor lässt Steine von Herzen fallen. Menschen liegen sich in den Armen und man feiert, als ob man deutscher Meister geworden ist oder den Europapokal gewonnen hat. Und dabei hat man nur zu feiern, dass man im nächsten Jahr wieder mitspielen darf. Aber trotzdem war das unglaublich viel Emotionen und Gefühl. Die ganze Stadt, aber die ganze Region und gerade auch der Landkreis Vechta ist echtes Werderland, haben das getragen und haben die Mannschaft getragen. Und ich weiß von den Spielern, dass sie das unglaublich beflügelt hat, wie alle Menschen zu ihnen gestanden haben, sie unterstützt haben, wie hier der Mannschaftsbus
vor den letzten Heimspielen empfangen worden ist. Das hat die Spieler so enorm beflügelt, dass sie gesagt haben, jetzt müssen wir etwas machen, jetzt müssen wir etwas zurückgeben. Und vor dem letzten Spiel gegen Frankfurt, muss man sich klar machen, haben hier 13.000 Menschen den Bus empfangen. Dort an der Rampe und der Kurve mit der roten Treppe haben 13.000 Menschen gestanden und haben den Bus in Empfang genommen und haben der Mannschaft gesagt, ihr müsst das heute schaffen. Und viele Menschen haben das auch mit Emotionen getragen und eben auch viele Menschen aus dem Landkreis Vechta. Und ohne dem geht's nicht. Ohne die Menschen, die Fans, die Werder toll finden, die zu Werder finden, nur dadurch können wir auch hier unsere Arbeit machen und ein Stück weit das zurückgeben und eben an diesem Pfingstsonnabend in dieser besonderen Weise mit diesem tollen Finale. Wir schauen aber optimistisch in die Zukunft und möchten uns eins ersparen. Nochmal so eine Spannung hält, glaube ich, keiner auf. Ich glaube, ich nur ganz schwer und ihr und sie wahrscheinlich auch nicht. Wir möchten eigentlich mal eine Saison haben, wo wir uns nicht nach jedem Spiel da fragen müssen, rutscht man da wieder rein, sondern wir wollen ja perspektivisch uns wieder dahin entwickeln, wo wir mal waren. Aber das ist eben sehr, sehr schwer. Das ist schwer, weil es eben auch 17 andere Mannschaften gibt, die dasselbe Ziel haben. Und auf dem Platz ist es auch nicht immer einfach zu sagen, das ist doch ganz einfach, das Runde muss ins Eckige. Ja, aber es sind immer 11 da, die das verhindern wollen, nämlich die von einer anderen Mannschaft. Das ist eben Fußball. Fußball ist Emotion und gerade in Bremen, wo man immer denkt, naja, die Norddeutschen sind so ein bisschen steif, aber hier scheint es so eine besondere Verbindung zu geben. Und auch dass heute hier so viele von euch da sind, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man irgendwie eine Verbindung, eine Emotion hat und mit Werder Bremen etwas anfangen kann. Jetzt würde ich gerne mal fragen, wer ist das erste Mal im Stadion? Das sind ja doch eine ganze Menge. Das heißt, das ist ja alles neu vor Ort. Ihr habt das ja noch nie gesehen, wie das hier aussieht. Ihr werdet nach diesem Essen eine Stadionführung haben. Da werdet ihr ein bisschen durch die Räumlichkeiten gehen, die Gästekabine sehen. Ihr werdet im Innenraum sein, habt sicherlich noch mal Gelegenheit, auf der Trainerbank Platz zu nehmen und euch mal so ein bisschen diese Stadiongefühle anzusehen. Auch wenn keine Zuschauer da sind, auch ein Stadion wie dieses, was man aus dem Fernsehen kennt, das wirkt und das berührt. Insofern wünsche ich euch einfach eine spannende Zeit bei dieser Führung, viele, viele gute Eindrücke. Wir werden nachher noch gemeinsam ein Foto machen auf der Osttribüne, da wo die Fans stehen. Hinterm Tor, da wollen wir uns ja nachher alle mal versammeln und ein gemeinsames großes Foto machen. Um 3 Uhr, also in gut anderthalb Stunden, trainiert unsere Bundesligamannschaft. Und auch da werdet ihr sicherlich Gelegenheit haben, nochmal zu schauen, die Spieler aus nächster Nähe zu sehen, vielleicht das ein oder andere Autogramm zu bekommen und einfach ja, nah dran zu sein an dem, was die Fans machen. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr beeindruckt. Ich bin beeindruckt von der Aktion von Werder Eklohne. Ich bin beeindruckt über die Masse von Menschen, die sich hierher gefunden hat und die einfach mit großem Interesse hier in Bremen sind. Und ich hoffe, ihr habt einfach eine gute, gute Zeit. Genießt das und kommt hoffentlich wieder, wenn auch mal wieder ein Spiel im Stadion ist. Denn Werder-Fans wachsen nicht auf den Bäumen, sondern die wachsen nach. Und ihr, die heute das erste Mal da seid, hoffe ich, dass ihr auch ein Stück weit Werder an eure Herzen nehmt und Werder auch in Zukunft treu bleibt. Also, einen schönen Tag für euch, eine gute Zeit, ein schönes Ferienende und uns allen eine tolle, tolle Saison. Macht es gut und schön, dass ihr da seid. Das Handy, das schöne Handy, das ich toll habe. Thank you.
Werder cool und wir sind heiß. So, das war ein Tag mit dem Werder-Eck im Weserstadion. Wer Werder Bremen einmal live und in Farbe sehen möchte, Samstag, 13. August in Lohne im Heinz-Detmer-Stadion, SV Werder Bremen gegen FC Ingolstadt. Karten gibt es bei Sport Downy und bei Blau-Weiß-Lohne-Geschäftsstelle und natürlich auch online unter www.werdereck.de. 5 € für Kinder bis einschließlich 17, Stehplatzkarten für Erwachsene nur 12 €. Tschüss! Wir freuen uns auf euch. Hi, Happy. Wir fahren jetzt noch so. So, ciao, viel Spaß gleich. Okay. Heute brauchen wir nicht. Ciao, so, ne? So.